Lukas, Glückwunsch zum Sieg. Angesichts der Chancenverteilung, was meinst du, war der Sieg glücklich? Nein. Okay, ein Mann der kurzen Antworten. Dann war der Sieg also verdient. Wie habt ihr euch den Sieg verdient heute? Wir haben aus unseren Möglichkeiten nahezu das Optimale gemacht. Unsere Voraussetzungen im Moment, spielvorbereitungstechnisch, überhaupt mit der Mannschaft zu arbeiten, sind sehr beschränkt aufgrund der Tatsache, dass wir extrem viele verletzte Spieler haben. Normales Training ist nicht mehr möglich, gruppentaktisch zu arbeiten, überhaupt nicht mehr. Und insofern ist es eigentlich nur noch ein Vorbereiten auf die Spiele, versuchen, bestmögliche Fitness und eine gute Taktik auszugeben. Und wenn man so angeschlagen ist wie wir, dass man kaum noch Spieler hat, dass man Jungs aus der A-Jugend integrieren muss und dann so ein Spiel, dann macht mich das unglaublich stolz, weil die Jungs einfach fokussiert trainieren, fokussiert arbeiten unter diesen Möglichkeiten, die im Moment in Durlach-Aue herrschen. Da muss man sagen, das ist super. Und wenn dann eine Mannschaft kommt wie Reichenbach, die gegen den Abstieg spielt, die individuelle Klasse hat, wirklich sehr, sehr gute Fußballer hat und sie haben so wenig Möglichkeiten gegen uns, da muss man einfach sagen, wir haben das gut gemacht. Unterm Strich muss ich sagen, ist diese Rückrunde mehr als verhext. Was das Personal oder die Personalsituation von Woche zu Woche angeht, am nächsten Mittwoch haben wir das nächste Spiel gegen Schwetzingen und da haben wir noch weniger Leute als heute. Und ich bin mal gespannt, wie wir das über die Bühne bekommen. Aber eins muss ich sagen, ich bin Trainer noch, ein paar Spiele von der ersten Mannschaft und ich bin auf die Jungs, die da für mich kämpfen oder für Durlach-Aue kämpfen und rennen, bin ich extrem stolz, dass sie heute auch, nicht nur heute, sondern die ganzen letzten Wochen extrem gut gearbeitet haben, dass sie einen geilen Team-Spirit haben, dass sie alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind und dass wir die Runde auch vernünftig zu Ende spielen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass man einfach fair zu allen Mannschaften ist, dass man das Beste und Maximale rausholt. Und insofern kann ich nur sagen, dass ich wirklich stolz bin auf die Jungs und ich hoffe, dass wir noch ein paar Punkte holen. Und was ich auch hoffe natürlich ist, dass Reichenbach drinnen bleibt, weil wir fahren lieber nach Reichenbach als nach Gommersdorf oder nach Höpfingen oder weiß der Geier wohin. Aber unterm Strich ist jeder allein verantwortlich dafür, wie viele Punkte er holt. Vor dem ersten Tor wäre es aber überraschend gewesen, wenn man gesagt hätte, dass ihr heute das Spiel macht. Das ist richtig, ja, aber man muss einfach mal sehen, welche Personalsituation wir haben. Ja. Wir haben versucht, sehr tief zu stehen, wir haben versucht, dann schnell nach vorne zu spielen. Über den Daniel Bär, über den Kevin Laschung haben wir sehr, sehr schnelle Spieler nach vorne, haben mit drei Spitzen gespielt, haben versucht, einfach die Tiefe zu nutzen, weil Reichenbach ist eine Mannschaft, die steht nicht hinten drin, die versucht, Fußball zu spielen. Und da wollten wir einfach kompakt stehen, eng stehen und über Konter im eigenen Stadion zum Erfolg zu kommen. Und das ist uns gelungen, Gott sei Dank, ja. Ich möchte jetzt sagen, dass wir tollen Fußball gespielt haben, dass wir Reichenbach an die Wand gespielt haben, aber wir haben aus unseren Möglichkeiten wirklich das Maximale gemacht. Und wenn ich dann das Spiel sehe in der zweiten Halbzeit, wo Reichenbach eigentlich fast gar nichts mehr eingefallen ist, außer Standardsituationen, dann muss ich einfach sagen, dass wir dort trotz dieser Situation noch eine sehr gute individuelle Klasse haben, die wir dann auch mit unserem Team-Spirit gut rübergebracht haben. Und insofern ist für mich das 3:1 verdient. Das Konterspiel von euch scheint ja doch eine große Stärke von euch zu sein. Wir haben viele Stärken. Ja. Im Moment stehen wir in der Abwehr sehr gut. Ja. Wir sind gut geordnet, wir gehen gut in die Zweikämpfe. Wir versuchen eigentlich kaum Torchancen zuzulassen und wir haben einfach eine gute individuelle Klasse. Wir haben sehr, sehr schnelle Spieler, taktisch, technisch gute Spieler, die dann auch die Bälle in die Schnittstelle spielen können. Und wenn es dann so klappt wie heute, ist super. Und wir versuchen da auch genauso weiterzumachen und dann hoffen wir, dass wir noch 6, 8, 9 Punkte holen und dass es dann einen guten Rundenabschluss gibt. Okay, das war's zu diesem Spiel und darüber hinaus, du wirst mit der Jugendabteilung, also für die künftige Saison mit der Jugendabteilung des TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht. Ist da was dran? Mit der TSG? Nee. Ich habe jetzt gerade meine
meine B-Lizenz gemacht in Edenkoben und zur TSG Hoffenheim habe ich leider überhaupt gar keinen Kontakt, wirklich überhaupt keinen Kontakt, aber das wäre eine reizvolle Aufgabe, das ist eigentlich auch das, was ich irgendwann mal möchte, in einem Nachwuchsleistungszentrum zu arbeiten. Herr Hoffenheim wäre natürlich sensationell von der ganzen Grundstruktur, von der Infrastruktur. Ich wäre auch froh, wenn ich beim KSC mal arbeiten könnte im Nachwuchsleistungszentrum. Das ist absolut ein Ziel von mir. Aber in der nächsten Saison bin ich auf jeden Fall hier in Durlach-Aue und trainiere die U19 und die F-Jugend und bin darüber hinaus dritter Vorstand. Und was danach kommt, da muss man einfach schauen, was passiert. Also für die nächste Saison stehen die Dinge schon fest? Eigentlich stehen die Dinge fest, das ist richtig. Ich habe zugesagt, hier in Durlach-Aue, wenn natürlich irgendwas Großartiges noch aufgehen würde, wo man dann sagen müsste, ich muss diese Chance ergreifen, dann muss man selbstverständlich sprechen. Aber im Grunde genommen bin ich ganz klar fokussiert auf Durlach-Aue und freue mich da auch, dass es so weitergeht. Thomas, ich danke dir vielmals für das Interview. Danke auch, tschüss.